Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles. Die Edition. Oder so. Bruh. Ja, in der letzten Folge haben wir das Siegel des Feuers gebrochen und ja, Colette hat super geile pinke Laserflügel bekommen. Ist aber allerdings, nachdem wir den Tempel verlassen haben, zusammengebrochen, weswegen wir jetzt eine kleine Rast machen. Und ich nehme an, wir müssen mit allen Kollegen hier mal reden. So, Kratos. Dein Äxtschwert hat eine ungewöhnliche Farbe. Er scheint etwas anders zu sein als deiner und der der anderen. Übrigens, warum hast du eine Äxtschwert? Den habe ich ein Design abgenommen. Ich habe gehört, Design zwingen die Menschen in ihren Farmen zur Herstellung von Äxtschwerts. Deshalb hat Marble also auch einen Äxtschwert. Ich meine, deshalb hat Marble also auch einen Äxtschwert. Darf ich dich auch etwas fragen? Okay, klar. Warum wurdest du von einem Zwerg großgezogen? Paps hat uns entkräftet im Wald gefunden. Mama, mich und Neusch. Wir waren von Designs überfallen worden. Ach so, demnach ist dein Vater vermutlich auch nicht mehr am Leben. Vermutlich nicht. Also haben die Designs den Tod deiner Eltern verschuldet. Sie haben auch dir dadurch dein Leben genommen. Hä? Deine Mutter wurde getötet und dann wurdest du aus deinem Dorf vertrieben. Das mit dem Dorf war meine Schuld. Ja, aber er wollte ja dadurch helfen. Da hast du recht. Na komm. Das mit dem Dorf war meine Schuld. Ich war schuld, dass die Designs ins Dorf kamen. Es hilft also nichts, die Augen zu verschließen. Ich werde nicht von den Folgen meiner Taten davonlaufen. Das bin ich den Leuten schuldig, die bei dem Überfall gestorben sind und mir selbst auch. Verstehe, da musst du die Entschlossenheit aufrechterhalten, egal was die Zukunft bringt. Wieso rede ich überhaupt mit dir darüber? Nur so, werde stark, Leute. Na, Guinness. Hey, wie fandest du das Tofu-Curry? War echt lecker. Es war echt lecker. Wirklich? Bist du sicher, dass mit deinem Geschmacksnerven alles in Ordnung ist? Was soll denn das nun wieder? Was ich gesagt habe, ich hatte nicht alle Zutaten, also ich habe den Geschmack nicht ganz hingekriegt. Ach, du hast gekocht? Natürlich. Ich dachte, Professor Rain hat gekocht. Oh, versuchst du meine Küche das nächste Mal, Lloyd? Wenn du weiterleben willst, lässt du das lieber. Ist doch wahr! Sind sie originell, okay. Colette scheint es besser zu gehen. Ja, sieht so aus, als wäre die Verwandlung in einen Engel ziemlich hart. Ich frage mich, ob sie ihre biologische Struktur ändert. Bio was? Ich frage mich, ob sie sich in eine andere Lebensform verwandelt. Sie wird einfach nur ein Engel, oder? Colette ist Colette. Ja, komm. Colette ist Colette. Colette ist Colette. Ja. Ja, du hast recht. Trifft sie bald immer auf den Kopf. Ja, ich weiß, ich bin der Weiseste von uns allen hier. Das liegt daran, dass er nur nach Instinkt lebt. Wie war das? Ob das alles hier irgendwie einen Einfluss hat, ich weiß es nicht. Locker nicht. Oh ja, ich weiß, es ist ein bisschen spät für ein Geburtstagsgeschenk. Warte mal, hat er jetzt gerade geredet? Upsala. いつ壊れたんだろう。ごめんな、作り直すよ。ごめんね。何度も手間をかけさせちゃって。いいんだよ、そんなの。それよりお前、全然食ってねえな。まだ。まあ。もう平気。ただ、なんか食欲が湧かなくて。Jetzt muss sie in Englisch muss sie nie wieder essen. 食わねえと体が持たないぞ。ロイド、無理させてはダメよ。まだがね。ロイドより全然繊細なんだから。ほっとけ。悪かったな、コレット。大丈夫だよ。本当にごめんね。私、ちょっと散歩してくるね。俺も行こうか。ありがとう。
でも一人で平気だよ。オッケー。やはい、振られてやんの。あ。うるせえ。Okay. Angelfellers, Engelsgeier. Ring aus Licht erscheinen und greifen deinen Gegner an. Okay. Ich möchte mal kurz. Verdammt. Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Können sie ihre Dinger nicht irgendwie ausfahren? Schade. Ding, ding. Wie so fröhlich läuft. So, dann erkunden wir mal den Rest hier. Ich kann ja jetzt nach oben so lang. Din, din, din. Din, din, din. Okay. Wo habe ich jetzt hier was aktiviert? Boink. Ah. Sie hat mal kurz den Ring angezogen, ne? Ich sag nicht, dass er sich wieder alles resettet. Hä? Hä? Warte mal. Oh, geh weg. Oh. Hä? Wie komme ich denn da hoch? Ich kann das nicht wieder ausmachen, ne? Ja, die haben sich verschmelzt. Ja. So, jetzt hat sie die Federn. Gut. Item-Tief. Item-Tief. Chance an. Okay. Damage Guard. Das kann weg. Angel Feathers. Okay. Das will die Gitarre spielen. Oh geil. Aua. Ma. Jetzt kämpfen wir uns ein bisschen ungewohnt. So, wie komme ich denn jetzt da oben hin? Din din din. Ma. Wenn wahrscheinlich so oder so wieder im Triad uns erholen. Scheint eine sehr starke Attacke zu sein. Aua, hey. Schön. Okay. So, hier ist noch alles so, wie es sein soll. Ich verstehe es nicht. Nein, hör auf damit. Ja. Gut ist, das kürzt die Kämpfe ein bisschen ab. Die Technik. Bei vier Gegner ist er doch ein bisschen schwieriger. Und mit sie hier physisch zu kämpfen ist ganz schön schwierig. Aber schön anzusehen. Josh. Genis. Genis. Rein, so. So, was habe ich denn hier übersehen? Wie muss man das Ding noch hier hochkriegen? Aber wie? Da unten ist was, oder? Hey, hier unten sehe ich gerade was. Aber wie komme ich da hin?
Hey. Warte mal. Das geht doch gar nicht, oder? Ja, schieben wir mal das Ding hier rein. Und gucken, was dann passiert. Nichts, okay. Finde ich cool, finde ich super. Hm? Kann nicht sein. Muss ich noch mal irgendwann hier hin? Warte mal. Hallo gelacht. Ach komm schon. Okay, ich habe so, ich muss irgendwann noch mal hier rein. Na gut, dann gehen wir nach Triad, weil hier nichts zu tun gibt. Ne? Klingt das nach einem Plan? Das ist ein Plan, ne? Ja, würde ich mal gerne wissen, wie das hier mit vier funktioniert, mit diesen Wegen. Das habe ich nämlich immer noch nicht so verstanden. Okay, wir müssen zum Hafen. Wo ist denn hier ein Hafen? Ich bin müde. Gehen wir ins Gasthaus. Genis, du wirst stolpern. Ach, was? Komm schon. Au. Da hast du es. Warum habe ich mich so schwer getan? Du stolperst immer leichter. Solltest du es ruhig angehen lassen. Aber kein Aber, also wirklich. Deshalb habe ich dir auch immer gesagt, du sollst vorsichtig sein. Sieh doch, du bist verletzt. Das ist doch nur ein Kratzer. Er blutet nicht mal. Ruhe, der Sand von Triad ist sehr fein. Die Wunde könnte sich entzünden. Glaubst du wirklich, du könntest dich auf dieser Reise so benehmen? Ich kann nicht unterscheiden, ob Professor Rain jetzt sauer oder besorgt ist. Wirklich? Sie ist fürsorglich und sanft. Ihr Verhalten wird vermutlich von der Liebe zu ihrem Bruder bestimmt. Rain hält den Titel Schwesterliebe. Geil. So, dann ab ins Gastohaus so. Zum Heilen. Wahrscheinlich haben wir jetzt wieder irgendein Stalker, der Leute hier stalkt. Auf Wiedersehen. Ja, du mich auch. Okay. Na guck ich mal, ob ich in den Shops irgendwas aufnehmen kann. Was machen wir mal? Ja. Diskus. Weichleder, Hartleder, nee. Chakram. Ich brauch Chakram. Wir sind teuer, glaube ich. Den kann ich nicht kaufen. Geil. Oh. Von mir hatte ich noch keine neue Waffe. Stimmt, Geldverschwendung, aber was soll's. So, jetzt kann ich meinen Chakram aufballern. Duellring, ja super. Oh, super. Wer hat Geld für umsonst ausgegeben, finde ich geil. Ja super, die sind auch viel besser. Was ist das denn? Habe ich auch noch was? Nicht. Egal. So, dann noch. TP brauche ich hier. Ja. Mein Gott. Stehst ja immer auf dem Schlauch. So. Ist ja wohl reichen. Okay. Weiter. Da möchte ich jetzt mal hier mit den Dingens nachgucken, mit dem Wegen. Wo ich sollte vielleicht mal speichern. Weil da kommt irgendjemand und macht mich platt und dann hab ich ein Problem. Dann müsste ich wieder alles nochmal neu machen, wie beim letzten Mal. So, wie war das nochmal mit dem Wegen? Steht das überhaupt? Hat ja so ein Trainingshandbuch, ne? Okay, steht ja nicht.
Hier, diese gelben Wege, ne? Die haben doch irgendwas damit zu tun, ne? Guck mal, ich bin ja letztens hier schnurstracks hingegangen. Da sind ja irgendwelche orangen Punkte. Kann ich da irgendwas machen? Oder sind halt Orte, die ich besuchen kann? Das ist bestimmt hier dieses Ding in mir. Ja, what the? Ich möchte schon alles erkunden, ja, hallo? Nix geklaut, Mann. Geht das schnell? Zeitverschwendung at its best. Wer weiß, vielleicht passiert da was, wenn ich hier reingehe oder so. Ach, was soll's. Das ist mein erster Spieldurchlauf. Wenn ich an Tales of the Abyss zurückdenke, da habe ich auch alles Mögliche verpasst. So, was kann ich hier machen mit diesen Dingern? Da sind die einfach nur auf der Karte hier verzeichnet. Oh, hallo. Ich habe 4 gedrückt und dann kann ich auf neu schreiten. Wie geil. Was ist das denn? Warum kann ich ja nur auf Dingens hier auf neu schreiten? Ah. Was hat hier mit Fjell zu tun? Ich weiß es nicht, ich muss mir nochmal angucken in meinem Part. Mein Gott. Mein Gott. Warum hüpfen die denn so? Was hab ich denn getan? Egal. Ich suche einen Hafen. Ich will zum Hafen. So. Oh Gott, geht weg. Nein, bitte auf die Meere. Ey, du Pfeffer. Wow. Ist jetzt noch gar nicht so klar, kann das sein? Egal, weiter geht's. Ich weiß immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Egal. Mein Gott, der hat Vorfahrt, kann das sein? Zum Glück sieht man ja auf der Karte, diese orangen Dinger scheinen also irgendwelche Orte zu sein, wo ich hin kann. Neusch sorgt sich, ach, der ist schon letztes Mal aufgetaucht. あ、よく。私なら大丈夫だ。それよりジーニアスやミコに優先して水を与えろ。私ならさっきたくさんいただきました。僕もいっぱい飲んだよ。だってよ。ノイシがこんなに心配してるんだ。我慢しないで少しは飲めよ。 Ma. Stop destroying the mood. Bei ihr wäre es schon wieder gut, auf manuell einzustellen. Oder? Bei ihr ist es voll schwierig hier zu steuern. Aber hier lang nicht, oder? Da ist orange. Also muss ich hier hin, oder? Ne, warte mal, das ist der Dingens hier. Der, boah. Geht weg. Kommt nicht auf dumme Gedanken. Wo ist denn hier ein Hafen? Na, gucken wir mal. Hier kann man die Angriffe ein bisschen besser abtreiben. Okay. Selbstbeherrschung halten. Ach ja, Titel ausrüsten. Wer hat Dingens bekommen? Ach, Schwesterliebe, machen wir mal. Archäologin-Tick. Stärke und... Ja, super. Nee, dann lieber das. So, wer hat Dingens hier?
Selbstbeherrschung, mein Gott. Oder ein Einsatz Spezialattacken beendet. Ein Titel für eine schonungslose Person. Ja, genau. Was hat das mit Selbstbeherrschung zu tun? Schonungslos, also das komplette Gegenteil. Mein Gott, warum kommen die denn so schnell? Was? Du bist falsch rum, Colette. Ich brauche euch nicht angucken, um euch zu töten. Zack, zack, zack. Zack. Das ist ein bisschen schwer, hier zu kämpfen. Egal, das schaffe ich schon. Ich werde jeden einzelnen Charakter meistern. Okay. Oh mein Gott, die Kamera. Ich weiß nicht, ob hier eine Sackgasse kommt oder nicht. Mein Gott. Und wo meine Kamera vor. So. Oh, da kommen sie direkt wieder alle. Oh Gott, geht weg. Oh Gott, oh Gott. Angel. Ah, mein Gott. Spruch gelernt. Barriere. Ach stimmt, der hat ja wohl Eisdecke gelernt. Was macht er überhaupt? Und wenn ich damit vergleiche, wie viel Gegner einen Feuertempel gegeben haben, ne? Dagegen sind die Erfahrungspunkte hier ja nichts. Hätte ich mal da drin trainiert, mein Gott. Hi. So, da müssen wir irgendwo hin, kann das sein? Ach, jetzt müssen wir hier durch, oder was? Der Ossa-Pfad. Oh, schon 22 Minuten sehe ich gerade. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich mache hier einen Schnitt. Wir haben zwar nicht viel erreicht, aber... Ja. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Geh weg Chronicles. Bis dann. Tschüss. Geht weg.